I hate Los Santos Girls. Hey, Los Santos Girls. Willkommen zurück bei GT. Wir haben eine ziemlich San Andreas GT 5. Wir haben ein bisschen kaputte Karre und Mauri und ich haben immer noch die Diskussion offen. Offen. Ob man bei Freunden, ob man die Freunde noch sieht, wenn sie Kopfgeld haben. Ja, und deswegen setzt Mauri, weil er so nett ist, jetzt Kopfgeld auf mich. Nur damit ich ihn überzeugen kann, dass er Unrecht hat. Und er hat Unrecht. Siehst du? Wo siehst du da denn jetzt eine Farbe aus? Den Rand rundherum. Orange. Ja, das sieht aber man. Nee, beim anderen war es nur das Kreuz in der Mitte. Bei dir sieht's aus wie ein Pokerchip. Darum fand ich das komisch. Wenn ich jetzt aussteige. Na, warte. Also setzt jetzt auf einen anderen Knopf. Ja, wir müssen das jetzt. Wir müssen. Wieso habe ich jetzt plötzlich Cops, verdammte Scheiße? Wir hatten schon die ganze Zeit Cops. Nein, ich bin sie ja losgeworden. Dann ist das komisch, dass wir wieder haben. Wen mögen wir nicht? Kroke für 8 finde ich blöd. Einfach 1000. Okay. Siehst du? Ah, siehst you're right. Hä? Yeah. Siehst du? Siehst du? Ich hatte recht. Okay. Okay. Ich habe überreagiert. Ja, aber das ist komisch, dass es, weil er eben, ist mit mir befreundet. Ich habe ihn blau gesehen am Anfang. Eben das ist strange, weil ich habe gesehen, dass, wer war das schon wieder, der Placey Forum, weil er hatte auch schon Kopfgeld und bei ihm habe ich gesehen, Kumpel. Voll oder komisch. Ein Ring drumherum. Darum finde ich das sehr komisch jetzt gerade. Das ist wirklich komisch. Oh. I hate California girls. Oh. Schön, dass wir jetzt wieder 3 Sterne haben. Wir sind ja gerade hier, das wird sich gleich liegen. Wer war das? Oh mein ja, Gott, er hat gerade uns sehr Krieg. Er ist tot. Krieg erklärt. Er ist tot. Never do. Wenn ich mal spawnen würde. Never stab us in the back. Na, ja, da vorne ist er irgendwo. Das muss er sein, oder? Ja, das ist er. Wahrscheinlich. Verpisst er sich? Setz Kopfgeld auf ihn. Nein. Ich habe eine bessere Idee. Ich muss mal was Neues versuchen. Meriwether! Der ist in einem Heli. Der ist in einem Heli. Wo ist der Typ? Ah, schade. Der Luftschlag kostet 12.000. Oh, shit. Aber das wäre es mir sowas von wert jetzt. Holy moly. What? Wie sieht denn die Karre aus? Voll beschissen. Ah, guck mal, hier spawnt gerade einer. And he's dead. Nee, nicht Meriwether. Mechaniker! tot. Grausamer tot. Ich bin echt nur noch voll gemein am Rumtöten, sind wir. Wir sind echt keine netten Spieler mehr. Wir waren mal so nette Spieler. Muss auch mal sein, ich steig bei dir ein. Ups. Ja, wie ist der Typ, der uns getötet hat? Eigentlich könnten wir immer dann 1000 Kopfgeld auf den Typen setzen, einfach damit wir wissen, wer es ist. Ich weiß nicht mehr. Okay. Super Dennis? Nee. Koskesko. Oh, den SP vergesse Gamer. Ich auch immer. SP Gamer. Was ist SP Gamer? Wieso hat der... Wieso hat der jetzt fehlgeschlagen, der Super Jump? Voll gay. Ich verkaufe schnell die Karre hier. Ah ja, stimmt. Hatte ich jetzt ganz vergessen. Das ist mal eine Scan, ne? Da drüben ist auch nochmal eine. Wollte ich auch gerade holen. Stimmt, ihr müssten unbedingt wieder mal richtig... Ich glaube, ab nächste Folge, nachdem wir eine kleine Pause gemacht haben, sollten wir unbedingt mal wieder uns ums Geschäft kümmern, Kohle scheffeln, Laden überfallen. Wärst du dabei, mein Freund? Ja, das kann man einrichten. Das kann man einrichten. Ich brauche denn unbedingt mal Kohle, weil ich will... Eigentlich mein Antify mit schusssicheren Reifen. Ja, das wäre nicht schlecht. Versehen. Das wäre nicht so dumm. Vielleicht Motortuning oder so, das wahrscheinlich weniger kosten wird. Als schusssichere Reifen? Ja, probably. Wahrscheinlich. Und dann kannst du deinen coolen Timer setzen. Denn der Pokenbeat setzt immer so einen coolen Timer. 48 Minuten, ein Tag. Das von Simeon angeforderte Fahrzeug wird nicht mehr benötigt. Nicht in deiner Mama. Ist nicht in deiner Mama. What? Ah, Simeon sucht auch eine Karre von mir. Und ich ruf mal Morse Mutual an. Morse Mutual Security. Nee.
Horse Mutual Security. Horse Mutual Insurance. Insurance. How can we help you? Antify X. Ich bin gerade beschäftigt. Sagt er dir. Das habe ich auch noch nie gehört. Stinkfrech. Ich bin gerade beschäftigt. Alter, wieso sagst du sowas? Ich gebe dir gleich beschäftigt. Ich gebe dir Beschäftigung. Ja. Was ist mein Mechaniker mal wieder? Ja, jetzt muss ich jemand anderen einstellen, der für mich fährt. Auch noch nie. Weil zurzeit muss ich leider meinen Führerschein abgeben in Real Life. Das ist blöd. Ich bin gerade beschäftigt. Was soll das? Digga. Oh. Was? Alter, was? Was macht der? Sterben, oder? Ups, das war der Chefkoch. Hinter dir, ne? Mist, der ist nicht gestorben. Willst du den jetzt ummieten? Einfach so? Alter, nee. Ich hab doch gesagt, dass ich im Moment einfach nur ein Arschloch bin. Weiß, ich sollte damit aufhören. Wir sollten echt einfach damit aufhören, einfach randomly Leute. Haben wir eigentlich. Aber muss auch. Man muss sagen, zwischendurch muss das auch mal sein. Ja, wenn es so eine Straßenschlacht ist, voll easy, finde ich auch. Ja, jetzt war es einfach nur assi von dir. Jetzt war es aber wirklich nur assi. Gut, der Bauer hat sich auch ein bisschen dumm entschuldigt angestellt. Uns, ich muss mich für sein Benehmen entschuldigen, Leute. Ja, genau. was machst du? Keine Ahnung, für mich. Geh zum nächsten Laden. Is this the name of the bitches? Rhythm of the bitches. Okay. Die heißt Phantom FQ2, Mom of Patriot. Ah, Mom of Patriot. Also wenn du ein Ding siehst, dann Simeon braucht einen Hummer. Einen Hummer. Hummer! Ich sollte, glaub ich, mal den Radisch. Ich bin da mal ausschalten. Oh mein Gott, what the was here? I don't know the grill. Warte mal. Yes, I know the drill. Nee, da liegt keine Knarre. Nee, der wird jetzt halt keine haben. Ich mach jetzt einfach Prediction. Hat er eine Knarre oder hat er keine? Ich hab ein bisschen nachgeholfen, indem ich in den Laden reingeschossen hab. Oh, guck mal, hier liegt noch Geld. Oh, die really Zeit muss sein für die $81. Die Zeit muss sein. Okay, ab zum nächsten. Go, go, go. Juhu! Was ist der nächste eigentlich links. Da vorne? Ja. Jetzt links. Links. Die Kai ist echt gut. Ich liebe sie. Ja. I love it. Ich liebe sie so sehr, dass ich sie heiraten würde. Abkops, das ist völlig überbewertet. Solange wir nicht in die Tanksäulen reinrasen, obwohl. Ups, sorry. Ups, sorry. Shit. Ja, wir sollten sie schon noch schnell kurz. Ein bisschen. Bisschen verlieren, ja. Hier ist auch eine explodierte Karre, hey. What the? Wir hatten uns jetzt gesehen, keine bitte. Ahnung. Fahr weiter. Keine Ahnung. Jetzt sieht uns der. Schneller. Ich hab gar nicht gewusst, dass das auf. Mauri. Wir sind versteckt. Jemals. Hat es jeweils gebracht, in so eine scheiß Ecke zu sitzen? Ja. Siehst du? Ohne nice. Scheiß. Nie, noch nie. Noch fucking nie, Mars. Scheiße. That's not good. Not good at all. Jetzt. Ja, jetzt ist Ersteigen? Halb easy. Muss mich einfach beeilen. Ja. Ich fahr mal eine Runde und hol dich dann wieder ab. Oh shit, not good. Oh shit, not good. Ja, das Sie sind ohnehin mit mir abgelenkt. Ja? Ja, oh. Ich glaube, sie ja nicht dann, oder? Nee. Hey, Cops! Ja, du Pisser. Ha. Bin jetzt bereit. Du solltest ich wollte wieder Prediction sehr machen. Sehr schnell bereit sein. Go. Wow, let's get in there. Okay, let's get in there. Warte, etwas muss noch sein. Eine Granate in die Grove Street werfen. Ups, ich hab sie nach hinten geworfen. Du hast sie nach vorne geworfen. Nee. Doch. Hä? Ich hab sie nach vorne fliegen sehen. Hallo. Ich hab sie voll nach vorne fliegen sehen. Voll strange. Voll weird. Jetzt haben wir Cops also. Plus die Ärger von dem Ballers. Ja, halb so schlimm. Ballers. Wir sind auch ein Schienenfahrzeug. Wusstest du das? Ja, aber fahren doch zum nächsten Dings. Da hättest du jetzt einfach gerade rechts, geradeaus, rechts. Damit wir da oben ankommen. Ja. Jetzt gehe ich gerade so entlang, dass ich einfach Gas geben kann.
Aber wir kommen schon noch an. Ey, ja, ey, der mit dem Kopfgeld fährt rum. Das ist perfekt, weil der... Der fährt uns gerade über den Weg, außer er biegt jetzt den Sub, wird er mal wahrscheinlich tun. Nee. Wusste, in welchem Auto ich... Ah, fuck, er ist wirklich er ist links abgebogen. Ja. Trotzdem, hinterher. Ah, Mann, wieso steht er da rum? Weil das geparkte Autos so machen. Das ist ein geparkt. Keine Ahnung, ich glaube schon. Nee, war in der Ampel. Oben drauf. Oh, ist er oben? Ja, er ist auf dem Fahrrad. Motorrad. Das motorische. Nope, das war ein bisschen zu weit. Fahr ihn doch um! Aha. Wenn er schon auf dem Motorrad ist. Ja, ich habe eigentlich schön gewartet, bis du deine... Sie daneben wirfst, auf dem Motorrad. Lieber umfahren bei einem Motorrad, dann müssen wir da unten... Oh, Mist. Er ist ausgestiegen, fahr weiter. Ja, das ist echt schlecht jetzt. Nee, ist nicht ausgestiegen. Go! Go! Eigentlich sollten wir ihn ohne Probleme einholen, außer natürlich um die Ecken, da ist außer du vergisst die Abbiegung. Autsch. Ach, Mist. Ja, den kriegen wir noch. Ja, ah, jetzt ist er um die Ecke. Ouch. Ah, Mann! Nur wenig regt mich das auf. Nur wenig, ja. Jetzt nächste links. Ja, das ist klar. Ich hab mich vorhin verwehrt wegen einer Sache, keine Ahnung. Ja. Nein! Ah, shit. Ah, es sind uns. Jetzt zielst du wieder automatisch. Er ist tot. Nee, noch nicht. Jetzt ist er tot. Schön ins Knie geschossen. Wow. Hey, es haben zwei neue Kopfgeld. Go. Wir sind einer 5000. Wir sind wieder im Bounty Hunter Flieger. Den Lea heißt er, glaube ich, der mit 5000. Okay, markieren mir mal bitte auf der Map. Ja, ich... Es ist hier. Okay, soll ich da mal schnell noch geradeaus fahren? Ja, lohnt sich wahrscheinlich schon. Ja. Nee, ja, jetzt rechts. Ja, jetzt fährst du einfach ich, so, ja. Ja, ich bin so gerade in Fahrt, dann sind wir schnell bei ihm. Ja, das passt schon. Ey, noch einer mit Kopfgeld, aber der ist in seinem schwulen Apartment. Jetzt kannst du hier geradeaus. Ja, ich gehe noch ihn doch geradeaus und dann gehe ich erst am Schluss links. Rechts. Ja, hier egal, fahr weiter. Der hat 3000, gerade hier um die Ecke. Wo? Kopfgeld. Aber der ist im Apartment. Der ist jetzt gerade bekommen. Ja, aber der ist im Apartment. Ist er im Apartment? Oder? Schon, ich glaube schon, das ist ein Apartment. Ja. Ah, dann gehe ich mal so entlang. Also, ich guck mal schnell, wo die sind. Meine Güte, haben wieder viele Kopfgeld. Ja, ich sehe es jetzt gerade. Und dann muss ich jetzt... Oh, die Kurve ist doof. Dann jetzt rechts die hier hinten. Und dann die zweite links. Ja, genau. Bei der DeSanta-Ausfahrt kann das sein. Ja. Ungefähr. Nee, das ist DeSanta-Ausfahrt. Nee. Ja? Stimmt. Horn ist bereit. Ready? Ja. Links. Ja. Übers Ziel hinausgeschossen, du kennst es ja. Hier hasse ich es, mit diesen Autos zu fahren. Ja. Warte. Oh, ich hab ihn noch erwischt. Gibt's doch gar nicht. What the fuck? Was war das? Keine Ahnung. Da. Oh. Er hat sich gedreht, ja. Rechts. Muss ein bisschen vorsichtiger fahren, yeah. Sorry. Alter. Kein Problem. Er hat sich gedreht. Ah, verdammt daneben. Nicht Ohr. Hä? Die Karre habe ich jetzt nicht gesehen, wegen der Lampe, die umgestürzt ist. Ja. Habe ich mich ein bisschen verwirrt. Ah. So. Alter, komm. Okay, einholen, das ist eigentlich kein Problem. Wir holen ihn ja auch ein. Ja. Die Karre ist genug schnell. Wenn du nicht die ganze Zeit gegen Autos fahren würdest. Die nicht erscheinen bei mir. Ah, oh, verdammt, das gibt's doch gar nicht. We are a... Jetzt. Wenn... Das gibt's doch nicht. Der versucht das Gleiche. Soll er doch, das kostet ihn nur noch mehr. Jetzt! Hab ich ihn? Nein, das gibt's doch gar nicht. Hä, aber ich habe jetzt genau gesehen, wie das Ding draufgeflogen ist. Nein, es ist nicht draufgeflogen.
Der Stier, El Toro. El Toro. Oh, Mist, aber so zu lenken ist echt doof. Ja. Aber wir, der wird schon noch einen Unfall bauen. Ja. Von wo kommt... Mist. Ja. Boah, ey, ich schieß jetzt. Ja, wollte auch gerade sagen, schießen. Oh, das war... Was? Ist das jetzt ein Verhängnis, wenn einer geradeaus fährt? Geradeaus fahren können links wir auch. Links kommt ein Auto? Ja, nicht mit uns. Geil. Jetzt hätten wir... Oh, shit. Jetzt hätten wir locker eine Haftbombe schießen können. Locker. Mist. Aber bleib du auf Knarre. Ja, mach du Haftbombe. Wenn es halt dazu kommt, gerade. Ja, genau. Wenn du grad spontan. Oh, come on, den müssen wir doch kriegen, ey. Hier, wir voll im Jagdfieber, unglaublich. Die Cops. Die verfolgen Scheiße. Eigentlich ihn. Keine Ahnung. Ah, Mann, die doofe Lampe. Doofe Lampe. Ihn hat's auch gerade wieder gedreht. Mhm. Ja, das ist auch ein dummer Weg für so eine schnelle Karre. Wir können das auch, mein Lieber. Wir können das. Oh! Mist. Aber weißt du was? Fahr du ihn weiter hinterher, ich lauf raus. Er kommt da nicht weg. Er ist ausgestiegen. Mist. Er kommt Achtung, da ja nicht Achtung, weg. Achtung. Ja. Er kann aufs Dach. Okay. Ja, ich auch. Meinst du, er geht aufs Dach? Siehst du ihn? Nee, er ist nicht aufs Dach. Aber wahrscheinlich sieht er mich jetzt. Dann gehe ich aufs Dach. Wo ist er? Ja, er ist wahrscheinlich aufs Dach gegangen. Nee, er hat eine Karre! Er hat eine Karre! Aber er fährt wieder in die falsche Richtung. Und er ist fast tot. Ah, fuck, und ich flieg runter. Kommt der da raus? Ich glaube, da kommt er nicht raus. Nee. Das ist eine Sackgasse. Er muss dir entgegenkommen. Und das wird er. Alter, ich dachte schon. Er ist tot! Ja, tot. Ab in unser Antifa-Mobil. Was ist das denn für ein Auto? Ich spring hier noch seinen Aston Martin. Wie viel Kohle hat es eigentlich? Simon möchte dieses Fahrzeug, aber nimmt die Lieferung. Okay, cool. Finde ich gut. Super. Dann, er wollte wahrscheinlich die Karre holen, kann das sein? Nee, das ist ja deine Karre, die er sucht einfach. Aha, okay. War nicht oberste Prio. Nee, der war einfach auf der Flucht von uns. Alter, die Schäden an der Karre ist... irreparable. Nice, richtig irreparable. Schön. Hasst er uns? Natürlich hasst er uns. Alle hassen uns. Oh! Also bist du unterwegs zu Simon? Ja, zuerst mal Dings, versteht sich. Ja. Aber hier hat's ja ein Casino, ist mir auch gar nie aufgefallen. Ist das jetzt dein Ernst? Ja, ist mir nie aufgefallen. Krass. Dir schon? Ja. Okay. Ich fand schon schade, dass man nicht rein kann, irgendwie wetten oder pokern. Eben. Darum habe ich gedacht, dass du das schon wüsstest. Nö, aber ich habe es noch nie gesehen. Weil Trevor eigentlich auch da manchmal ist, wenn man auf ihn schaltet. Ah, okay. Nö, ist mir nie aufgefallen. Krass. Woo! Zum Teufel. Monster ist dann immer schlagen sie fehl. Oh. Was machst du? Ja, ein Kanal fahren. Das hinterherkommen. Ja. Was ist das eigentlich für ein Auto? Das sollte ein Lexus sein. Okay. Weißt du, der Lexus SUV. Ja. Kennst du die? Nee, aber ich find's trotzdem bäh. Ja, es hat ein Lexus. Bäh. Achtung, da oben ist einer. Ja, ich weiß. Ich glaube, der war... Ich hab hier diesen Edson. Halfpipe! Oh. Hast du schon mal eigentlich Skaten gespielt hier in der... Guck mal. Oh yeah, 180. Ups, sorry. Ups, er ist gestorben. Machst du das nicht auch manchmal? Was? So Skaten. Tricks, ja. Und jetzt doch, dann manchmal. Guck, jetzt wieso müssen die Cops genau hier sein? Zurück. Nehmen die Cops ab. Ich hab sie abgehängt. Die Cops sehen mich nicht, verpisst euch. So, und jetzt wieder zurück in die Half, das ist meine Half-Bad. Guck, jetzt mach ich hier einen 180 wieder.
Ah, jetzt ist er nicht so gelungen. Das war ein 360, McTwist, whatever. Okay. Jetzt hier nochmal auf dieser Seite. Ein kleines Problem, die Cops stehen direkt vom Pain Spray. Das ist ein bisschen schlecht. Joe Ferretti ist dem Spiel beigetreten, ist ein Kumpel. Ja, geil. Der ist auch in einer riesen Crew, in einer riesigen Crew. Okay. Die. Und ich bin ja weiter am Skaten. Und ich glaube, der Puppe wird in der nächsten Folge dann die Karre umlackieren und verkaufen. Für Simon vielleicht. Bringen. Vielleicht. Vielleicht. Mehr. Nur vielleicht, wenn sich die Cops mal hier ihren Arsch bewegen würden. Jo. Also. Bis dann.